Rohkost-Potluck ist morgen und jetzt wird in meiner Küche das vorbereitet und es gibt einen ziemlich epischen Salat. Was ist das, Benjamin? Das ist ein Orange-Fenchel-Salat. Orange-Fenchel? Nur Orange-Fenchel? Na, wir können auch noch was anderes machen. Also, ja, ist okay. Zucker oder ein bisschen Zucker oder sowas. Aber Zucker? Zucker, ja. guten roher Zucker. oder Kokoszucker vielleicht. Ne? Ja, hatte ich heute zugeschlagen auf dem Markt, ein paar Orangen gekauft, 20 Kilo. Und ja, die Fenchel, die habt ihr nicht mehr gesehen, das waren solche Knollen. Also das war, haben wir dann noch eine? Natürlich, die gehen ja noch. Die gehen noch, ja. Ja, ja, aber die anderen Knollen, die waren... naja, morgen Rohkostpotluck. Und ich habe ziemlich geile Marzipan, Mohn, Walnuss, Maca, Vanillekugeln gemacht. Die sind so geil, die Kugeln. Also, mal gespannt, was die anderen morgen sagen. Ich glaube, ich habe noch nie so geile Kugeln gemacht. Und die gibt es morgen auf Rohkostpotluck. Und ich würde euch ja gerne noch einladen, aber wenn ihr das Video seht, dann habt ihr wieder mal die Chance verpasst, zum Rohkostpotluck zu kommen. Dann vielleicht beim nächsten Mal. So, jetzt geht's los zum Rohkost-Potluck. Es ist ein gigantisches Wetter. Ich glaube, das ist jetzt die offizielle Rohkost-Potluck-Saison für Normalsterbliche, die im Winter sozusagen nicht gekommen sind. Und ja, und jetzt geht's los. Wir fahren heute mit dem Auto von Benjamin zum Rohkost-Potluck mit Benjamin. Und ja, heute kommen, ja, haben sich schon einige angekündigt aufgrund auch des genialen Wetters. Und die Eindrücke gibt's wie immer dann jetzt gleich. So, jetzt ist wieder Rohkost-Potluck-Zeit, wieder alles aufgetischt hier und wir fangen hier an mit einer geschlossenen Dose. Ah. So, Bananen. Simple as that, einfach nur Bananen. Dann Ananas auf Feigen oder was ist das? Ja, Ananas auf Feigen. Ananas auf Feigen. Getrocknet, dann, oder? Getrocknet alles. Ja. Dann eine Torte, Jasmin, das ist deine, Jasmin? Die sieht ja geil aus. Was ist das? Eine Rohkost-Torte. Das soll so sein, aber was ist da drin? Unten sind Nüsse, das ist wichtig. Haternüsse, Mandeln, Buchweizen, der Teig. Und ansonsten Äpfel und oben dann mit Blaubeeren. Und ziemlich genau. Als nächstes ein Möhrensalat. Ist aus dem Möhren was drin? Was noch? Das, da ist noch Apfel drin, also Möhren, Apfel und der ist angemacht mit Datteln, Zitrone, ein bisschen Salz und Kürbiskernöl ein bisschen. Oh, das passt sehr gut zusammen, weil es kann nur gut schmecken. Dann haben wir hier einen Buchweizensalat mit Granatapfel, Gurke, Spinat und Hanfsamen. Okay. Fermentiertes Weißkraut. Fermentiertes Weißkraut. Gibt es auch nicht fermentiertes Weißkraut? Ja. Ja? Ja, Kohl. Weißkohl. Ist nicht Weißkraut automatisch das Weißkraut? Nee, Sauerkraut wäre es gewesen. Ja. Sauerkraut. Sauerkraut ist gleich fermentiertes Weißkraut. Jetzt haben wir wieder was gelernt. Gut, dann, das ist von Fanny. Ja, was hast du so jetzt gerade im Bild? Das habe ich im Bild. Die Cracker. Ja, also da sind Leinsamen drin, Knoblauch, Zwiebeln, Sojasauce, ja. Und die Creme ist aus Tomaten, Basilikum, Oregano, Olivenöl, Schnittlauch aus Sojasauce. Cashews sind noch drin, wer da allergisch reagiert, und Datteln. Wow, wieder ein Sammelsurium an leckeren Zutaten. Die Creme, achso, das ist in der Mitte. Ja. Und der ist auch von dir? Ja, das ist eine Himbeer-Mango-Rohkost-Torte. Das sind mal das ist die Cashews, Mohn, Feigen, genau. Und Bananen. Und wenn mich nicht alles täuscht, gehört das auch noch dir. Das sind Crêpes aus Bananen und Vanille, nur zwei Zutaten. Und das ist eine Schoko-Karamell-Creme aus Dattel-Karamell. Cashews sind auch wieder drin. Also wegen. Und das ist das, was du immer zum Frühstück ist, was du immer so sagst, was dein Frühstück ist. Ne? Genau. Dein Standard. Genau. Sehr geil. Zimt, ja. Sehr, sehr geil. Und hast du da auch, du hast jetzt einen YouTube-Kanal. Hast du da auch die Rezepte dafür oder machst du das? Im YouTube-Kanal noch nicht. Ja? Aber es wird demnächst Rezepte geben. Okay. Ja. Yeah. Dann hat die Silke gemacht. Ja, das mitgebracht. Weißt du, was die Silke gemacht hat? Moni? Was die Silke, was das ist? Brokkoli, Knoblauch,
Was war denn noch drin? Mit Gewürzen Brokkoli, Streich oder Brokkoli, okay. Rohkost. Brokkoli, Rohkost. Okay, das ist Silkes Brokkoli, Rohkost, Streich. So, dann haben wir Sprossen. Ja, ein paar Vollkornsprossen, ein paar getrocknete Sachen, ein paar Nüsse. Dann ein kleiner Linsensprossensalat mit Tomaten und noch was dran. Ja, das sind aber wir ändern das eigene Ding machen. Paprika, Tomate, Bärlauch, Apfel, ich glaube, es kann Olivenöl, scharfe Paprika, rote Möhre, Tamari, Hefeflocken. Okay. Das ist reichhaltig. Es soll eine Smoothie-Creme sein, sozusagen zum Löffel, das ist aber nicht so dick. Also Smoothie Bowl sozusagen. Ja, das sind die Zutaten, ich leg dir dahin. Okay. Kannst du trotzdem mal kurz hier. Okay. Dann das hier ist meine Schüssel, aber das Rezept kreiert hat der liebe Benjamin. Hallöle. Ja, mit Fenchel, Orange, Sonnenblumenkern von Christian und ein bisschen Salz und ja, das war eigentlich schon vorsichtig, ja. Ein bisschen Curry haben wir dran gemacht, natürlich für so Curry-Samen, sowas. Genau, dann gibt es hier frisches Gemüse mit einem Dip oder mit einem Pesto, Bärlauchpesto, das ist 500 Gramm Bärlauch drin, Hanfmehl, Olivenöl, Sonnenblumenkerne gemahlen, Basilikum. Lecker. Dann frische Erdbeeren und einen Gurkensalat. Hm? Wer hat den Gurkensalat gemacht? Den habe ich gemacht. Ja. Und was ist da drin? Ganz klassisch mit Essig, Joghurt, und Zucker, Salz, Pfeffer. Ja. Und ein Schuss Leinsamen. Okay. Kann nicht schlecht schmecken. Ich weiß nicht, wie es hier geht, deshalb haben wir einfach Kürbiskernmus mitgebracht. Das Kürbiskernmus für das Gemüse. Ohne alles, also reines. Oh. Ja, für als Dip für alles, was so eben geht. Ja, das genau, passt ja genau hin hier alles. Das ist kein Bärlauchpesto. Nein, das ist Bärlauchpesto ist hier vielleicht. Das meins, ja, das ist Bärlauchpesto. Ja, das ist Kürbiskern. Also und die Selleriestangen sind für diejenigen, die Löffel vergessen haben, weil sie kann man als solche nehmen. Okay, aber bei uns vergisst niemand einen Löffel. Weil alle haben ja. Dann hast du ja deine Selleriestangen als Löffel. Das habe ich mitgebracht. Ja, bis auf die Selleriestangen, die sind von dir. Ach so. Ich habe nur die Sellerie. Das ist auch Selleriestauen, Sellerie, ja. Was ich habe. Also, gut, dann haben wir hier wieder einen. Das sieht aus wie von Joachim, aber Joachim ist nicht da, also kann es nicht Joachim sein. Ein Weißkrautsalat. Na gut, ein Weißkrautsalat. Dann Mungbohnensprossen und hier ist ein. Zucchini, Gurke, also Nudeln daraus, Tomate, Oliven und die Soße aus Sonnenblumenkern, Leinsamen, Gurke, getrocknete Tomaten und Knoblauch. Gut, und jetzt? Die Welt steht still, weil das hier, das sind die besten Bällchen, die jemals auf einem Rohkost-Potluck präsentiert wurden. Diese Bällchen sind das Endgame. Diese Bällchen sind die ultimative Offenbarung der Rohkost. Wer diese Bällchen nicht gegessen hat, der hat im Leben was verpasst. Das sind rohköstliche Marzipan-Mohn-Macka-Vanille-Gourmet-Stückchen. Das ist einfach nur das Beste. Diese Bällchen. Sehr zu empfehlen. Mohn ist auch drin. So, okay, jetzt kommen wir hier zum nächsten. Was ist das? Das ist ein Löffelkuchen, weil der nicht so stabil ist. Der Boden ist mit Cashew und Datteln und die Füllung ist mit Banane, Zitrone, Cashew und Kokosöl. Zitrone ist sehr wichtig, sonst wäre das alles ein bisschen. Aber mit der Zitrone schmecke ich mich richtig geil. So, jetzt haben wir hier Benjamin. Schon wieder, ja. Was hast du dir denn gedacht? Du hast doch schon so einen riesen Salat dort gemacht. Was hast du denn? Hast du denn eine Orangenfabrik ausgeraubt? Ja, Resteverwertung. Also, der Salat, der hergegangen ist, musste halt für die Presse herhalten. Ja. Also, viele frische Orangen, Fenchel zum Auspressen, zum Direktessen. So, und da das nicht genug ist, Monika legt noch einen drauf. Monika bringt noch. Das sind ganz spezielle Orangen, das sind, was sind das, Monika? Halbblut-Orangen. Halbblut-Orangen. Das heißt, die leben noch, da ist nur noch die Hälfte des Blutes drin. Und da können wir Rohköstler uns dann über sie hermachen. Und ja, reife Kiwi und Äpfel. Dann gehen wir weiter zu einem, den kenne ich, den Salat, der ist vom Jo aus Jena. Genau, das ist Sprossen mit Sauerkraut. Richtig. Ja. Dann, oder ist noch was extra drin? Alfalfa, Klee und ja. Linsensprossen. Ja. Genau. Und ein bisschen Pfeffer. Ein Rote-Bete-Salat. Beim Ultraschall kannst du verschiedene Frequenzen. Wer hat den Rote-Bete-Salat gemacht? Keiner hat den Rote-Bete-Salat gemacht? Wer hat den Rote-Bete-Salat gemacht? Ist da irgendwas Allergenes drin? Oder? Nee, gar nichts. Ganz normal.
Fall. Ich weiß, es ist rote Beete und Möhre. Eine rote Möhre. Okay. Ja. Irgendwie Essig, Öl, Salz, Pfeffer. Ja, ein bisschen. Gut. Also Standard. Dann haben wir nochmal Erdbeeren und einen Dip. Was ist in dem Dip drin? Bärlauchpesto. Bärlauchpesto. Keine Gina. Naja, egal. Bärlauchpesto Regina und frisches Sticks zum Eindippen. Oder hier. Das Pesto ist von Matthias, die Sticks sind von Tia. Okay, na gut. Dann haben wir hier frische Paprika, also immer geil. Frische Erdbeeren, wieder Erdbeeren geht da los. Posteleien, Ananas, Bananen. Dann haben wir hier noch was. Was ist das? Das ist ein Cashew-Dip. Ein Cashew-Dip. Ah, lecker. Für die Brötchen. Für die Brötchen? Geil. Rohkostbrötchen, kennst du irgendwo her? Die, meine sahen so ähnlich aus. Schmecken die auch so gut wie meine? Ich weiß nicht. Na, das muss ich gleich mal testen. Leinsamen, Weizen, getrocknete Sonnenblumenkerne, ein paar Kräutertee und getrocknete Tomaten. Das ist was ich meine, getrocknete Tomaten drin, weil ich habe gekeimten Weizen genommen, weil ich... Interessant. Oh, sehr gespannt. Konsistenztest können wir schon mal machen. Oh ja, die ist sogar... Nein, nicht zu viel verraten, das hat keiner gehört hier. Das ist meine. Ein Obstsalat. Irgendwas dran, also? Nein. Und einen Rotkohlsalat. Mit Paprika. Ein bisschen Salz, ein bisschen Pfeffer. Nicht scharf. Okay. Gut, dann. Welcher? Ach, stimmt. Das sind grüne Mandeln. Kann man einfach so essen. Mit Schale? Ja. Grüne Mandel mit Schale. Ja, wie Zitronen schmecken. Das schreit ja direkt nach einem Live-Test. Einmal in der Woche mit der Zwiebel auf den Platz. Wenn man das passt, ja. Man kann es essen. Ja, gut. Schmeckt ein bisschen wie Sauerampfer. Und, naja. So. Na dann. Heute bei dem geilen Wetter, es ist Wahnsinn. Es sind 60 Leute heute da. Es, ja, es ist quasi ein ja, das ist der Start, was ich gesagt habe. Es ist der Start für die offizielle Rohkost-Potluck-Saison. Die inoffiziellen sind halt wirklich nur für die Leute, die halt tatsächlich jeden Monat Rohkost-Potluck haben wollen. Aber hier ist es, ja, wieder 60 Leute. Einfach nur gigantisch. Ist einfach nur Wahnsinn. So, du kannst ein paar YouTuber da, vielleicht machst du das eine oder andere Interview. Kennt ihr bestimmt auch einen Tobi und ja, dann Namen hab ich vergessen. Aber hat auch einen YouTube-Kanal. Mal gucken, was heute noch kommt. Und ja, ich schmeiß mal wieder das Volk, weil es bald alle und. So, jetzt gibt es hier Ananas-Schiffchen. Naja, das letzte Köstlichkeit. Schön. Und da werden sie so genommen, dass jeder quasi nehmen kann, ohne dann die anderen zu machen. Interessant. Naja, dachte ich mir, dass es vielleicht. Und los geht's. Bist du bereit? Okay. Wir sind hier beim Rohkost-Potluck, ein Gast, der immer mal wieder vorbeischaut, jedes Jahr, zwar nicht bei jedem dabei ist, aber bei einigen dann doch schon, das ist der Tobi, hat auch einen eigenen YouTube-Kanal, heißt jetzt, ich dachte mal Loom, aber es heißt Ium. Genau, ist ein I. Wofür steht das? Für nichts. Für nichts? Ja. Ium ist nichts? Ja. Nee, es steht nicht für nichts, sondern es hat keine Bedeutung. Ich wollte nicht, dass da irgendwie eine voreingenommene Einstellung sehr da ist. Geil. Das war nur, sehr geil. Hast du das mal erklärt in dem Video? Ja. Echt cool. Ja. Hab ich aber nicht das gesehen. Das Ende von Rolletics habe ich es genannt, das Video, falls das jemand will. Ah, okay. Achten, Rolletics war, genau, das war sagt er mir oder was. Genau. Ja, und wir sind jetzt hier beim Rohkost-Potluck, das erste Rohkost-Potluck in praller Sonne. Wir haben Yoga gemacht und das war einfach gigantisch. Und ja, sag mal, für die Leute, die noch nie beim Rohkost-Potluck waren, das ist immer das Schöne, dass ich nicht werben muss, sondern ich sag einfach, hey, wenn jetzt noch niemand beim Rohkost-Potluck gewesen ist, was erwartet ihr hier? Was würdest du sagen? Eine schöne Atmosphäre, nette Leute,
Ja, es ist einfach, ja, es ist voll schön. Ich freue mich immer, ne, wenn ich dich mal wieder sehe. Ja. Jetzt war ich schon lange nicht mehr da. Ja, das, ja, du warst ja in Sri Lanka, glaube ich, oder in... Ja, genau, Sri Lanka. Bei dem Fruchtparadies, oder wie da heißt. Fruchtlawine heißt das. Fruchtlawine. Genau. Ja. Ja. Und vor allem, was halt immer schön ist, Gespräche. Silke, komm her! Ja. Ich wollte, Christian hatte ich schon gesucht und jetzt musste ich als Ersatz her. Ja. Resümee. Ich mach schon Resümee. Ich mach schon, ja. Resümee. So ja. Aber wir wollen ja alle Werwolf spielen gehen. Ach, ihr wollt schon eher los? Ja, weiß ich nicht. Aber Werwolf spielen schon ziemlich geil. Also, wer mit Tschüssi, wer zum Rokos-Potluck kommt, hat immer die Option, Werwolf zu spielen. Werwolf ist das geilste Spiel ever. Ihr müsst das unbedingt spielen. Google das nach Werwolf. Aber das ist gar nicht unser Thema jetzt. Ich hab das auch mit 30 Leuten gespielt. Du hast mit 30 Leuten gespielt? Wieso warst du nicht dabei? Das ist schon... 90er gewesen. Ah, okay. Ich dachte, du hättest ohne mich Werwolf gespielt. Das, ja. Kannten wir uns noch nicht. Na, wie war das Rokos-Potluck heute für dich? Sehr entspannend. Ich habe für uns Yoga gemacht. Ich habe gesehen, ich habe das erste Mal gesehen, dass du so dich so mitreißen lässt von so. Ich habe schon Yoga mitgemacht und hier Klangmassage, was. Ich habe eigentlich schon mitgemacht. Ja, ich habe dich immer, wenn die sowas machen, da habe ich dich nicht dabei gesehen. Ja, ich war da hinten bei Yoga. Ich habe schon ab und zu mal Yoga gemacht. Okay. Ich bin meistens nicht dabei während Yoga, deswegen. Jetzt habt ihr es ja in Sichtweite gemacht. Deswegen hatte ich gesehen, hast du? Ja, Yoga und sonst Wetter? Perfekt. Gigantisch, oder? Noch Wolken, nass und jetzt fast Sonnenwolken. Ist schon Hammer. Und die offizielle Rokos-Saison kann man ja schon sagen, ist jetzt, heute waren 60 Leute und das ist ja quasi wieder, ja. Jetzt geht's richtig los. Der nächste, das ist mal auch schön, der ist am 13., war das richtig? Ja, in 4 Wochen praktisch. Genau, in 4 Wochen wieder am 13. Und wie gesagt, ich kann nur, oder wir können wirklich nur sagen, ich glaube, das ist so ein Tag, der einfach stimmig ist. Das ist einfach wirklich so ein richtiger Tag, wo man so lebt, nette Gespräche. Das war auch noch so eine Sache, wo ich dich gefragt habe, was ist Gespräche? Das ist ja auch heute, du kommst von einem Gespräch zum anderen und es sind so viele Menschen da, mit denen du dich auch, wo du neuen Input reinbekommst. Und ja, und ist auch heute, was ich persönlich schön fand, sicherlich auch andere, wir hatten heute jemanden dabei, jetzt den jungen Kerl hier, der trifft mich 21, wir haben sonst Tiere, Haus, ihre Kinder, das ist jetzt nicht, dass ich auf eine Ebene machen will, aber es ist halt alles dabei, alte, junge, auch jetzt schön auch Behinderte, um es einfach mal, ich habe ein Video gemacht zu Behinderten, ich finde das schön. Man kann so viel von denen lernen, die sind so ehrlich und wirklich so, naja, schaut euch einfach das Video an, ich verlinke euch das oben. Ich bin ein absoluter Fan von Behinderten, das hat nichts mit irgendwelchen Fetischismen zu tun oder es hat einfach wirklich, dass diese Menschen oft einfach nur ehrlich sind. Und das ist oftmals so in unserer heutigen Zeit, dass die Menschen nicht mehr ehrlich sind. Ja? Gerade wenn es darum geht, ob was schmeckt oder nicht schmeckt. Was hat euch denn am besten geschmeckt heute? Ich habe heute nur Säfte. Du hast die mir die Orangen weggefressen. Du hast die auch getrunken. Jetzt zum Kotzen. Da waren so viele Orangen. Ihr habt das gesehen. Ich habe mich so gefreut auf Orangen. Da gab es diese Saftfaster und diese ganzen Ökos. Die haben ja die ganzen Apfelsaft mit Orangensaft. Und ich hatte dann die ganzen Orangen dort und das ganze Fruchtfleisch war dort. Aber es waren nur massig Orangen. Da haben auch viele. Ja, du hättest sie auslöffeln. Ja, ich habe alle Orangensaft getrunken. Ich wollte aber die Orange als Ganzes. Du bist doch diejenige, die immer sagt, alles als Ganzes. Jetzt hast du es extrahiert. Ich esse nur einmal ein paar Runden am Abend. Ich habe bis dahin nur Säfte getrunken. Heute mal nur als Saft. Ja, und ich, der Monomahlzeitmann, der dann die Orangen wollte, der konnte da nicht mehr. Ja. Vorhin wollte ich die Monomahlzeit. Du bist noch bei einer Mahlzeit. Ich bin, ja. Heute hat es immer ein paar Stunden gedauert. Ja, ist das Mono-Nutella, dann Mono. Rokos, bei den Mono-Mahlzeiten jetzt ist es so, dass ich 4 Stunden dabei vergehe. Das heißt, ich esse zur Zeit so zwischen 12 und 13 Uhr und dann esse ich meistens dann doch nochmal zwischen 15 und 16 Uhr nochmal eine Mahlzeit. Also so zwei nahe aneinander liegende Mahlzeiten. Aber beim Rokos-Potluck ist natürlich nie, da ist dann halt von früh bis abends. Und heute gehen ja wahrscheinlich viele wieder zu irgendeinem veganen Fastfood-Sachen und ich will das nicht. Wenn die alle ihre Pommes und ihre Sachen essen, ob ich da nicht noch vielleicht mal. Nee. Ich wundere mich immer tatsächlich, dass manche noch Hunger haben im Rokos-Potluck. Ich war immer so gesättigt, wenn ich mitgegessen habe. Dass da manche wirklich am Abend. Also du bist ja selbst gesättigt, wenn du nur Saft getrunken hast. Du bist wahrscheinlich kein Maßstab. Nee, wahrscheinlich. Ich bin auch jetzt überhaupt nicht hungrig, um mich Saft zu essen. Ja, du bist halt schon in diesem Minimalismus-Modus. Das seid ihr ja beide ja so total. Das finde ich auch gut und das finde ich auch eine Sache. Neben anderen Sachen, wo ich mit euch nicht übereinstimme, ich sage nur Sexualität und so. Da hatte ich dich auch ein bisschen ins Gespräch. Ja, mach mal ein Video über Sexualität. Vielleicht schaffen wir sie heute noch. Ja. Auf jeden Fall.
aber bei dem, da bin ich absolut auf eure Dings, dieses weniger essen und weg. Und was du vorhin gesagt hast mit dieser Waage und das wird zu viel von dem, da muss ich sagen, seid ihr beide eine große Inspiration für mich. Da. Ja, also am 13. sehen wir uns dann alle wieder und ja, mal sehen, wer da ist. Das ist das Schöne. Immer neue Menschen da, immer alles durchgemischt. Ja, dann, wenn ihr dann seid, werden wir sehen, wer da ist. Und wer doch da ist und mich gefreut hat, der Jesper, ja. Ne, ist immer wieder da gewesen. War lange nicht mehr da. Ja, war auch schön. Der ist aber noch da, oder? Wisst ihr? Aber bestimmt irgendwo noch da. Verabschiedet hat er sich noch nicht. Ja. Genau. Na gut, dann machen wir jetzt Videos über Sexualität. Ihr wollt ja auch noch ein Video machen, habe ich gehört. Und das geht auch über Sexualität bestimmt, oder? Bei euch? Tiefgreifender. Als ob Sexualität nicht tiefgreifend ist. Weißt du, wie Sexualität... Ich will dich auf den Arm nehmen. Okay, wir machen mal ein Video über Sexualität. Wir haben ein Video schon über freie Liebe. Und das ist ja, glaube ich, ganz gut auf deinen Kanal angekommen. Ja. Und dann machen wir noch ein Video über Sexualität. Dann könnt ihr es erstmal bei mir bringen oder vielleicht vorsichtig bei dir. So zwei Versionen. Und dann mal wirklich so ein richtiges, tiefes Video. Da zeige ich dir die Tiefen der Sexualität. Also, wir reden drüber. Gut abgemacht. Also zwei Sexualitätsvideos gibt es bald. Einmal mit Tobi, einmal mit Silke. Auf meinem Kanal. Hiermit versprochen von beiden. Auf Video gebannt. Gut, tschüss!